Wenn du ein Feuerzauber. Hast du Feuerzauber? Ich bin ein fucking Assassine! Ja, ich sag gut! Es reicht, wenn ich auf das Fass schieße, müsste es hochgehen. Wie mach ich das jetzt am besten? Wir fangen erst ja, mal an. Ja, wir sind nur geblendet. So, dann machen wir jetzt das da um. Ready. Wir machen dann noch das hier. Warum ist der Typ denn so weit weg? Ich verstehe es nicht. Sorry, aber das ist halt dumm. Wiederum, ich sehe es kaum, was hier jetzt passiert. Also machen wir das da. Feuer! Okay! Feuer! Okay! Super, und ich kann dich da nicht raus teleportieren, weil ich geblendet bin. GG. Also ich kann effektiv diesen Zug, genau, das hier machen. Mensch, doch so viel. Nein, ich kann da nicht runterschießen. Ach, Kacke. Na, ich kann auch halt nur. Warte, ich kann ermutigen. Danke fürs Wasserfass. Würde ihn den Hund angreifen lassen. Ja. Really, nigga. So, aber ich wieder. Einfach mal aus dem Feuer raus. Ich kann es hier auch gleich regnen lassen, wenn du willst. Nein, lass es doch brennen, dann kriegen die Schaden. Bei. Hä? Hast du den Panzer nochmal oder hast du gerade die zweite Schriftrolle benutzt? Ich hab gerade die zweite Schriftrolle benutzt. Okay. Wenn du willst, kann ich dich bei der Hexe da bei auf dem Turm direkt unten an die Leiter teleportieren. Das wäre sehr nett. Leider nicht oben drauf. Nicht schlimm. Das reicht mir schon, da in die Nähe zu kommen. Dankeschön. Nah genug? Sehr nah genug. So, kannst du auf den Hund schießen? Du hattest keine Frostrüstung. Gift auf den Hund. Ja, jetzt kriegt die erstmal einen Schock. Der ist allein jetzt nämlich auch Feuerschaden. Kann nochmal. Ja, weil du vorherige Runde nicht gemacht hast, dann baust du quasi die Sachen auf. Ja, schade, jetzt brennst du leider nicht mehr. Ich kann Fossil draufhauen, dann brennst du wieder. Gute Idee. Oh, sie kommt runter zu dir! Ist sie dumm? Sie rennt weg. Ah, sie hat sie selber angezündet. Oh nein, sie hat uns angezündet. Jetzt müsste aber doch dein eigener Teleport reichen, oder? Ja. Mach die fertig. Och nö, der wird wehtun, der wird wehtun. Au. Kannst du mal das Feuer hier oben uns löschen? Ich hoffe, ich lösche mal nicht allzu viel anderes. Das gesamte Feuer ebbt ab. Ja klar, ich hab den Hund gelöscht und den Bein aber nicht. Ist klar. Der Hund ist aber eh fast tot. Mehr auf den Sack.
wenn ich es jetzt richtig mache. Oh, warte, ich bin fast tot. Heil dich mal. Oh, schade. Liegt am Boden, jetzt brennst du auch noch. Na, danke. Aber treffen so. Kann aber auch nicht so genau, ne? Oh, die Hexe brennt wieder. Nein, sie hat noch magische Rüstung. Oh, wieder auf uns. Ich hab das Gefühl, dass wir gleich wieder brennen. Ja, die Bogenschütze brennt ja selber. Ja, die Bogenschütze brennt. Machen wir das jetzt, wir machen, wobei, was mich da rein, mal was so. Toll, es geht auf unserem Ding los. Entschuldigung, dass ich an meinem Leben hänge und der NPC mir egal ist. Fuck, ist die Bogenschützen hier oben. Er hat sich hochteleportiert. Oh Mann, jetzt verfehlt sie auch noch. Ich bräuchte dann auch mal Heilung. Ich sag's nur, ich bin fast tot. Ja. Darum denke ich, dass es doch klug ist, dem hinteren Schützen auch Panzerung zu geben. Wäre für dich sowas nicht wie Blutsauger vernünftig? Nein, ich habe jetzt erstmal so gemacht, dass wenn ich zwei Einhänder führe, dass ich 20% besser ausweichen kann. Was echt seinen Vorteil hat, nebenbei bemerkt. Ja. Also an deiner Stelle würde ich jetzt Bogenschützen da oben wegmachen. Wenn du meine Reichweite sehen würdest. Ich weiß, die ist so 2 Fuß weit. Sie steht im Wasser, du kannst sie schocken. Das Wasser ist eine zusammenhängende Pfütze da oben. Ja, und ich stehe auch drinne. Ich dachte, das macht dir selber keinen Schaden. Oh doch, ich kann mich auch selber schocken. Was? Und hat das jetzt nicht funktioniert? Wenn du das Rose immer noch tot ist. Ja, tut mir leid. Au. Ich glaube, das können wir nochmal laden. Ja, warte, lass es erstmal fertig machen. Ja, unser NPC ist fast tot. Du bist fast tot. Ja, aber wenn das Ding zu Ende ist, leben wir alle wieder. Wenn wir es schaffen. Das war jetzt den Standpunkt aus, würde ich auch sagen, dass wir das schaffen. Oh. Du hast gegen den Boden geschlagen, oder? Ja. Wow. GG. Ja. Kannst du auch irgendwas?
und damit. So, ich dachte noch am meisten leben. Ja, weil ich halt Fähigkeiten habe, sodass die mich quasi nicht angreifen, Gott sei Dank. Also in der nächsten Runde müsste ich die Magierin tot kriegen, so ist es nicht. Wer bist du, dass du dich verreckst oder der Schwerkämpfer dich killt? Müsste deine TP-Handschuhe nicht ready sein? Hm? Deine TP-Handschuhe, wer sind die? Ja, nur ich kann mich. Du kannst die Zauberin. Du kannst die Zauberin ins Feuer teleportieren. Oder du teleportierst den Krieger weiter weg. Genau. Ich wollte gerade sagen, ich kann das Ding aber nicht auf mich selbst anwenden. Leben hast du wirklich schon mal noch ein bisschen sehr viel Leben. Oh, schon, kriegst du tot. Nee, ich hab nicht genug AP für. Really, nigga. Also ich kann, ich weiß nicht, obwohl, warte mal. Ich glaube, ich werde beide angreifen können, wenn es gut läuft. Was? Jetzt ist er betäubt. Nee, oh, er ist tot. So much. Das sieht. Das lohnt sich. Mein Mund. Bin schon wieder. Ich weiß. So, willst du weiterkämpfen? Das würde erstmal. Was würde heißen, wenn ich sage nein? Dann sage ich ablehnen, du wirst denen keinen Schaden zufügen, die mit dir gewonnen haben. Ja, die Frage ist, wo kommen das weiterkämpfen? Lass einfach mal gucken, wer von uns beiden. Ich hab halt Half-Life, aber... Okay! We may be witnessing the one's future host. Wenn wir zugucken? Ja. Du wirst mich nicht ehrlich machen, dass hinten bist du hinter 40 Jahren. Entertaining. Ich kann leider nicht so weit gucken, das wäre irgendwie gut zuschauen. Ah, Doppelklick auf euch. Ja, jetzt schön heilen, ne? Ist klar, GG. Ja, okay. Nö, mach doch ruhig. Du, ich habe kein Problem, wenn du dich heilst. Ja, Alter, jetzt müssen wir jetzt hier permanent Zauberkombis machen darf. Wow! Ein sehr effizienter Kampf, muss man mal anmerken. Und sie kriegt wieder den Ring los. War so klar. Ja, aber ehrlich jetzt. Nicht jetzt. So, was haben wir denn hier? Warte, warte. Was? Die Fight ist stark. No way I'll be besting. So, die Herren, magischer Elfen Manolith, ein Speer. Haben wir hier. Da gibt's dem Ivan. Eine Einhand-Axt, der hat gerade schon den Speer von unten. 8 bis 9 physischen Schaden. Dann, Brustpanzer, 6 magisch, 9 physisch. Geht jetzt mit Finesse oder mit Rüstung? Gib den Panzer mal. 10 Finesse und 10 Wasserresistenz. Nee, nee, da steht immer erfordert. Was erfordert denn? Ja, erfordert. 10 Finesse. Achso, ja, dann gib her. Nehme ich den. Oder eben eine Beinbekleidung, 9 magische Rüstung, 3 physische, Luftresistenz erfordert Intelligenz. Ist das, also Hose quasi? Ja. Ja, gib mir. Also ich wäre für den Brustpanzer. Wie viel Intelligenz?
10, aber hab Brustpanzer. Ich. Gib mir die Beinkleider. Hast du eine du hast schon einen starken Brustpanzer? Ja. Nee, den starken habe ich Ivan gegeben. Achso. Nee, ich meine, hier, unsere Dame hat schon einen starken Brustpanzer. Hast du irgendeine von halbwegs vernünftige Hose? Ja, 3 physische Rüstung. Ich hab noch die Anfängerhose. Ich hasse euch. Ich würde von den Zeichen sind eher zu der Rüstung tendieren, weil, ne? Was hast du als Brustpanzer? Eine Lederrüstung. Weil meine Rüstung, die ich hatte, die skaliert aber mit Stärke, die habe ich nämlich dann Ivan gegeben. Also du hast nur eine schwache Brustpanzer. Gut. Ja. So. Möchte ich einmal nochmal mit dem Typen reden? Ja, der Bogenschütze, der halt sich nicht heilen kann und der immer verreckt, weil auf ihn losging, kriegt keine Rüstung. Alter, meine Fresse, hör auf zu heulen, weißt du was? Okay, der Typ wird uns beobachten. Da, Mann, nee. Das ist Lena. Ja, komm, lass es. Schieb ihm die 2 Heiltränke zu, ich hab dich noch so voll von dem Geheule hier. Ehrlich. Bis. Ich hab dir gerade 2 Heiltränke geschickt, ich die einfach dann mal, Octox übernannt oder aufhören, Weinerchen zu machen mit seinem. Er kriegt hier einfach so viel Schaden. Ist ja wahr. Ich glaube, ich weiß, welchen du mir gegeben hast. Nee, ich hab dir 2 gegeben. Einmal ja. Den kleinen und einmal den anderen da. Was haben wir ja. Ich hatte nur noch auch noch einen. Ja, da und ich war gerade froh, dass ich da einmal einen und einmal 2 hatte. Achso, ja, nee. Wie gesagt, das ist, dass er da aufhört, so ja, der sich nicht heilen kann. So, hat jetzt jeder das bekommen, was er wollte? Ja, vielen Dank. Gut. Was hast du für einen Brustpanzer? Hast du überhaupt einen vernünftigen? Ich habe 8 magisch und 2 physisch. Gut, na, ich habe noch 3 Fünfer, deswegen war halt die Frage, ob den Döner braucht, den hätte ich sonst dem gegeben. So, wir sind alle voll geheilt, haben Erfahrung bekommen, der Loot ist verteilt. Wollen wir nach oben gehen und uns mit der großen Gruppe prügeln? Ja, wir müssen uns auch potenziell jetzt nicht mit dem prügeln, wir können auch einfach die Echse an sie verraten, aber ja. Don't tell anyone where you got this. Kriegt die Echse was? Also kriegen wir von der Echse was? Potenziell gesehen die Drogen, die der Typ geklaut hat. Das heißt, wir können das Theorie ohne Kämpfen lösen, also mehr oder minder. Ich gehe einfach mal dahin. Und notfalls kill ich ihn und hol mir seinen Loot. Also so wie immer. Ja, was sagst du? Ich mache das, was ich am besten kann. Leute, tötet dir Loot klauen. Hat er eine Kochstelle da? Ja, er hat eine Kochstelle da. Ich glaube, ich versuche mal wieder etwas zu kochen. Though I'd guess Mr. Griff, the Drudenate, no, it's not the art. Feuer kombinieren mit Fisch. Kombinieren. Nicht kompatibel. Beim Kaninchenfleisch. Hat der noch irgendwas rumliegen? Kompatibel. Rüsterholz. Kompatibel. Oh, mag einer von euch Pyromantie? Nur mal so als Frage? Ja, gerne, immer her damit. Kannst mir alle Zauber gehen. Ich glaube, ich baue einen Allrounder. Obwohl, das ist ein Feuerzauber, oder? Gerade, das letzte hat er gekriegt. Okay. Gut, dann will ich aber den Feuerzauber, ich könnte auch einen gebrauchen. Weil dann kann ich sowas mit Feuer immer ich machen. Ich kann ja auch das Öl schmeißen, das würde Sinn machen. Warte. Oh, fick dich! Was denn? Der hat ja ein Dach drüber, das wurde mir gerade ausgeblendet und es hat ja keinen Frostschaden bekommen. GG. Wow, sehr ehrlich, du bleib im Rücken zu mir stehen. Frag ihn nicht, sei lieber froh drum. So, kann ich den Feuerzauber haben? Die Feuerzauber. Ich dachte, das ist ein Zauber, mit dem man Feuerbälle schmeißen kann. Es sind 4 Zauber und für die musst du auf Pyroknet geskillt sein. Achso, ich dachte, das ist ein. Dass man einen Spruch lernt und dann kann man das immer machen. Das kannst du ja auch, aber dafür musst du halt erstmal auf Pyromantik quasi geskillt haben. Ja, wo kann ich das skillen?
wenn du ein Level ab. Beim nächsten Level ab. Ich hab das aber nirgendwo als Ding. Kampffähigkeiten, da steht bei Fertigkeiten Pyrokinet. Ah, okay. Na gut, du musst dann erst skillen. So, dann gibt's Pyro. Kann ich das da mit reinräumen? An Lena geben. Lena geben. An Lena geben und an. Lena macht geben. Das eigentlich was, wenn ich das da drauf lege, aus Feuer brennt das irgendwann? Nö. Nee. Ja, warte. Ich hab so mal versucht, Fleisch zu grillen, das ging natürlich nicht. Rose geben, Rose geben, Rose geben. Was gibst du mir gerade alles? Rose geben. Die Feuerzauber, die du wolltest. Ich hab doch gerade gesagt, dass ich das noch nicht erlernen kann. Das ist ja, ich auch nicht. Ich sammle erst die Bücher. Ja, dann gib doch jeden eins, wir müssen doch nicht alle das gleiche. Nein, ich brauch das Zeug nicht. Ich bin kein Pyrokinet. Beziehungsweise will ich nicht so 10 Minuten Diebesgut beschweren, das ist die andere Sache. Du hast mir eh schon halt dran gegeben, der gestohlen ist. Alter, ich hab die Sachen im Inventar. Für mich ist es halt so, du machst Weinerchen, das du da hast. Ne? So, also willst du hier jetzt hier? Mit ihm sprechen. Ja, genau. Wo seid ihr denn jetzt? Also da oben.